gefällt mir, da sind. Und komme ich so oft. Das gefällt mir. Ja. Wenn Sie sich jetzt ein bisschen in die Mitte. Und dann nach links nochmal. Haben wir noch nach links? Daneben, jawohl. Schlimm. Beide Menschen hier, bitte. Wir können auch ein bisschen wandern. Ja, passt. Jetzt haben wir ein volles Ding, ja. Jetzt haben wir das. Ich würde sagen, kriegt. Dann nochmal zu mir, bitte. Ja, und deine Freundin? Ich habe vorhin gesagt, ich bin kein ABBA-Fan, war ich damals nicht, aber Hammer! Eine der besten Bühnenshows, die je hier gelaufen sind und die ich hier in Deutschland gesehen habe. Bin begeistert, Energie, das Ensemble, die Choreografie, die Darsteller, die Farben, die Songs, ich meine, die Songs waren immer gut. Verstehe mich nicht falsch, nur ich bin ein Soul- und Blues-Mann und das war uns ein bisschen zu viel Glitter, ein bisschen zu viel... Aber die Songs, super, hallo, bin begeistert, nicht verpassen, unbedingt diese Show sehen, unbedingt, it's a must, zwei Daumen hoch, okay? Drei. Herzlichen Glückwunsch zu dieser großartigen Premiere. Wie war das jetzt heute Abend für euch? Super. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Insgesamt haben wir, glaube ich, 5 Wochen geprobt. Ne? Ja. Wir haben in Duisburg geprobt, in dem Theater da. Und ja, und sind jetzt schon ein bisschen unterwegs. Waren schon in Linz, in Graz und jetzt hier in München. Hier sind wir, glaube ich, bis... Ich glaube, bis zur ersten Oktoberwoche. Ich glaube, bis 7. Oktober sind wir hier in München. Ja, sogar länger, oder? Ist es nicht länger? Nee, ich glaube, ja. Ach so, Oktoberwoche, genau. Toll. Wahnsinnsstimmung, wirklich. Wir sind alle so begeistert. Und das trägt dann natürlich auch auf der Bühne diese Euphorie und diese Begeisterung. Und das ist so schön, auch die Leute zu sehen, wenn die aufstehen und mitsingen und mittanzen. Wirklich, ganz, ganz toll. Es kommt besser ans Publikum ran. Und das ist bei so einem Stück, wo so viele emotionalen Szenen und ruhige Szenen auch doch stattfinden, ist das ganz toll und ganz wichtig auch, glaube ich. Alle ganz geschniegelt und gestriegelt hier ins Theater, alle haben Abendkleider an, alle haben feine Sachen an, so wie es sein soll. Das ist irgendwie toll. Also es wird auch richtig gefeiert und das ist großartig. Und Theaterabend noch ein Erlebnis, genau. Und das ist so schön für uns auch, das mitzukriegen. Dankeschön. Kommt alle. Ja. So, hier die Hauptdarstellerin. Wie war das für dich heute Abend? Ein Wahnsinn, mir fehlen die Worte. Es war so ein Hammerpublikum. So eine Premiere haben wir überhaupt noch nie gehabt. So eine wirkliche Freude. Warst du schon öfters hier im Deutschen Theater? Im Deutschen Theater war ich erst einmal und auch nur für eine Promotion. Also gespielt noch nie. Aber auch nicht deine erste Komödie jetzt, oder? Nein, davor habe ich einfach im Austrian Wien gespielt. Ist ja auch sehr spannend dort zu spielen. Wie war das so vom Publikum? Man hat die Energie gespürt? Ja, unglaublich. Sie haben alle mitgetanzt, mitgesungen. Es war so schön. Wahnsinn. Okay, vielen, vielen Dank. Vielen Dank.